Hey, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist hier auf dem Channel heute am Donnerstag. Und heute soll es darum gehen, wie du das erste Date gestalten kannst, was beim ersten Date wichtig ist. Ich möchte mit so ein paar Mythen rund um das erste Date aufräumen und dir einfach erklären, wie du in Zukunft erfolgreiche erste Dates hast, die auch zu weiteren Dates führen können. Bevor wir das Video anfangen, trag dich gerne für mein Online-Coaching ein. Wenn du die Videos hier magst, dann wirst du im Online-Coaching noch zusätzliche Infos bekommen, die du hier nicht bekommst. Zusätzlich bekommst du dort im Online-Coaching regelmäßig von mir E-Mails, wo ich auch meine Gratis-Flirt-Dokumente für dich beifüge. Gratis-Flirt-Dokumente, das kannst du dir so vorstellen, das sind so kleine PDFs, wo du spezifische Informationen zu einem Problem bekommst, zum Beispiel Frauen anziehen oder wie man viele Frauen daten kann oder wie man Frauen erobern kann. Das kriegst du von Zeit zu Zeit immer gratis von mir zugeschickt. Wenn das für dich interessant klingt, dann trag dich auf jeden Fall für das Online-Coaching ein. Oben in der Ecke ploppt jetzt so ein kleiner i-Punkt auf. Dort kannst du dich eintragen. Ansonsten ist der Link zum Eintragen auch noch der erste Link in der Videobeschreibung. Schön, dass du dabei bist. Lass uns loslegen. Also das erste Date. Viele Männer kriegen die Krise oder sind so ein bisschen verwirrt, wenn es ums erste Date geht. Aber du kannst dich entspannen, denn das ist auch eine ganz entspannte Sache. Die erste Sache, der erste Mythos, mit dem ich so ein bisschen aufräumen möchte, ist, dass das erste Date eine ganz grandiose Sache sein muss, dass du sehr viel planen musst, dass du dir am besten Wochen Zeit nimmst, um dir zu überlegen, was du mit der Frau machst und dass du einen Plan erstellst. Dann machen wir das und die Uhrzeit machen wir das. Dann führe ich sie zum Essen aus, dann lade ich sie hier ein, dann gehen wir noch ins Kino. So muss es nicht sein. Ich hatte schon erste Dates, die wirklich sehr, sehr simpel waren. Wir waren spazieren, haben uns vielleicht was zu trinken geholt und ins Wasser gesetzt. Oder wir waren einfach bei mir zu Hause und haben gekocht, was meine häufigste Form von ersten Dates darstellt. Will ich dir aber gleich noch mehr zu erzählen. Deswegen ganz entspannt, du brauchst dir da gar nicht so viel Stress machen. Ja? Locations, die du fürs erste Date nicht auswählen solltest, die so ein bisschen klassische Locations sind, ist das Kino oder das Restaurant. Das Kino eignet sich deswegen nicht, weil du halt im Kino mit den Frauen nicht reden kannst. Ihr guckt ja einen Film, das heißt, dort könnt ihr nicht kommunizieren. Und wenn ihr euch noch gar nicht richtig kennt, weil es ja euer erstes Date ist, dann ist das nicht so praktisch. Das Restaurant ist auch nicht so praktisch, weil es eine sehr förmliche Atmosphäre ist, wo man sich gegenüber sitzt. Man kann keinen Körperkontakt aufbauen, man kann nicht spielerisch sein, zum Beispiel die Frau so ein bisschen spielerisch zur Seite schubsen. Das ist alles nicht möglich, denn man sitzt im Restaurant. Ich habe nichts gegen das Restaurant, ich habe auch nichts gegen das Kino, aber gerne später, nicht unbedingt auf dem ersten Date. Ja, also ganz entspannt, du kannst da gerne wirklich mit der Frau spazieren gehen oder du gehst mit ihr eine Runde. Bei uns in Berlin gibt es zum Beispiel Schwarzlicht-Minigolf, du gehst Schwarzlicht-Minigolf mit ihr spielen oder du lädst sie einfach zu dir ein und ihr kocht was zusammen. Also es kann ganz simpel sein. Das Wichtigste ist, dass ihr gemeinsam Spaß habt und dass sie merkt, dass du ein entspannter und attraktiver Mann bist. Das ist alles, was du tun musst auf diesem ersten Date. Das ist das, wofür das erste Date da ist, um ihr zu zeigen, hey, ich bin ein cooler Typ und damit sie Interesse bekommt, dich wiederzusehen. Damit du das hinbekommst, halt dich an die 80-20-Regel. Die 80-20-Regel sagt, lass sie 80% der Zeit reden und übernimm du die restlichen 20%. Das schaffst du natürlich nur dann, wenn du der Frau auch regelmäßig Fragen stellst. Deswegen stell der Frau Fragen und stell auch Fragen, die auf diese Fragen aufbauen. Wenn ich der Frau die Frage stelle, was sie beruflich macht und sie erzählt mir, sie ist eine Media-Design-Studentin, dann könnte ich sie zum Beispiel danach fragen, hey, wie bist du denn drauf gekommen? Warum gerade das? Ja, dann wird sie mir ein bisschen was über ihre Motivation erzählen und dann könnte ich fragen, okay, gibt es noch mehr Dinge, die dich antreiben? So, was treibt dich noch so an? Was sind allgemein so deine Ziele im Leben? Und so kannst du von allgemeinen Fragen auf tiefere Ebenen runtergehen und der Vorteil von dieser 80-20-Regel ist, dass du die Frau sehr intensiv kennenlernst und früh merkst, hey, ist die was für mich oder nicht, aber gleichzeitig so ein bisschen geheimnisvoll bleibst, weil die Frau ja nur 20% von dir erfährt. Das heißt, die Frau möchte dich auf mehrere Dates wiedersehen, weil sie denkt, hey, das ist ein interessanter Typ, aber er ist ein bisschen geheimnisvoll, er ist ein bisschen mysteriös, ich habe noch nicht so viel über ihn rausgefunden, weil du ja nur 20% des Redens über genommen hast. Und das ist ein großer Fehler bei vielen Männern, dass sie schon beim ersten Date oder auch schon beim Kennenlernen oder teilweise auch vor dem ersten Date beim Schreiben, dass sie einfach sehr viel von sich preisgeben, dass sie sehr viel erzählen, dass sie pausenlos reden, teilweise auch aus Unsicherheit. Du musst aber verstehen, was für einen Effekt dieses pausenlose Reden hat. Erstens kommuniziert das Unattraktivität, weil es eben Unsicherheit kommuniziert. Wenn jemand viel redet, wenn jemand gezwungen viel reden muss, dann ist das immer ein Zeichen davon, hey, ich bin nervös, ich bin aufgeregt, ich bin unsicher und das erzeugt natürlich keine Attraktivität. Ja. Das andere Ding, was
dabei rumkommt, ist, sie erfährt halt einfach sofort alles über dich. Ja, es gibt keine weiteren Dates mehr, auf die sie mit dir gehen müsste, um irgendwas Neues über dich zu erfahren. Sie weiß alles. Ja. Sie kann alles einschätzen. Plus, sie kam nie selbst zu Wort und deswegen hat sie nicht das Gefühl, dass du wirklich an ihr als Person interessiert bist. Wenn ich mit dir spreche, angenommen wir sitzen in einem Raum und ich höre dir 80% der Zeit zu und stelle dir Fragen, dann hast du sicherlich das Gefühl, dass ich wirklich an dir als Person interessiert bin. Und das Gefühl möchtest du auch der Frau geben, ganz unabhängig davon, ob du jetzt mit ihr schlafen möchtest oder ob du dir vielleicht mehr vorstellst. Gut, dass wir dazu kommen, das ist nämlich der nächste Punkt, Thema mehr vorstellen. Du solltest auf den ersten Dates wirklich entspannt sein. Ja? Das heißt, mach der Frau auf den ersten Dates nicht zu viele Komplimente, keine Geschenke, wenn es geht. Ja? Und stell dir nicht gleich vor, wie ihr zusammen mit einer Familie unterwegs seid, wie eure Kinder aussehen, sondern sei ganz entspannt, denn Frauen verlieben sich ein bisschen langsamer als Männer. Frauen wollen über eine längere Zeit sehen, wie du als Mann kontinuierlich stark und verlässlich bist. Und dann verliebt sich eine Frau in dich. Das heißt, sei einfach entspannt auf den ersten Dates und sorg so ein bisschen dafür, mit deinem Mysterium, dass die Frau sich fragt, hey, was ist das für ein Typ? Wird er mich nochmal anrufen? Werden wir uns nochmal wiedersehen? Und das schaffst du eben mit der 80-20-Regel. Jetzt möchte ich dir noch kurz erklären, wie ich gerne erste Dates gestalte. Das mache ich so, das kannst du auch so machen. Kannst es natürlich auch anders machen. Probier gerne aus, was dir da gut passt. Mach ein paar Mal die ersten Male Dinge, bei denen du dich persönlich wohlfühlst, wo du sagst, hey, jetzt sind wir hier an einem Ort, da kann ich mich wohlfühlen, das ist sehr praktisch für die ersten Dates. Ich mache es oft so, dass ich die Frauen direkt zu mir zum Kochen einlade. Entweder sage ich, hey, lass uns zusammen kochen, hast du eine coole Idee, was wir kochen könnten? Oder ich sage, das habe ich noch nicht ausprobiert, werde ich in Zukunft aber ausprobieren, hey, ich weiß was Cooles, was wir machen können. Lass dich überraschen, wir treffen uns an Ort XY. Und Ort XY ist dann eben ein Ort, der sehr nah bei dir ist. Dort gehst du dann von dort aus mit der Frau zusammen einkaufen und dann geht ihr zu dir und kocht. Das hat den Vorteil, dass die Frau sich nicht die ganze Zeit Gedanken darüber macht, oh nein, jetzt gehen wir zu ihm, was bedeutet das? Werden wir Sex haben? Will ich das überhaupt? Bin ich dann eine Schlampe? Bla bla bla. Also dieser ganze Gehirnfick wird sozusagen aufgelöst dadurch, dass du der Frau sagst, ich habe eine coole Idee, lass dich überraschen, wir treffen uns dort. Und weil ihr euch ja an einem neutralen Ort trefft, sondern zum Beispiel einer U-Bahn-Station, die ja in deiner Nähe ist, aber das weiß sie ja nicht, kann sie halt entspannt sein. Ja? Sie wird überrascht, was cool ist, und gleichzeitig könnt ihr aber trotzdem bei dir kochen. Also ich koche mit den Frauen bei mir, kochen dann eben zusammen, dann esse ich mit ihr, dann gehe ich rüber in mein Zimmer und wir chillen uns einfach zum Beispiel auf meinen Sessel, den du aus manchen Videos ja schon kennst. Dann quatschen wir, ich lerne sie mehr kennen. Dann mache ich so ein bisschen so eine Dimmlampe an. Ich habe hier so eine Dimmlampe rumstehen. Die macht ein ganz tolles Licht. Und dann irgendwann gehe ich gerne so ins Massieren über. Ich sage mal, hey, cool, kannst du massieren? Massiere mich mal, dann massiert sie mich. Ich liebe das, ich entspanne dabei super, ich gehe dabei super ab. Dann massiere ich sie und dann kannst du die Frau relativ einfach hochziehen zu dir und sie einfach küssen und es von da aus halt nehmen. Also von da aus einfach weiter zum Sex übergehen. Ganz wichtig, mach die Dates auch so, dass es irgendwie abends endet. Weil wenn es abends endet, dann kann das so in diesen Sex übergehen, kann das so in intimere Sachen übergehen. Und wenn du ein Date planst, das jetzt außerhalb von deiner Wohnung stattfindet, was jetzt nicht bei dir mit Kochen verbunden ist, dann schau immer, dass ihr mehrere Orte zusammen seht. Denn je mehr Orte ihr zusammen seht, desto mehr hat die Frau das Gefühl, viel Zeit mit dir verbracht zu haben. Wenn ich jetzt mit dir unterwegs bin und wir haben uns noch nicht oft gesehen, wir kennen uns noch nicht wirklich und wir sind 6 Stunden unterwegs und besuchen 6 verschiedene Orte, dann hast du das Gefühl, mich besser zu kennen und mehr Zeit mit mir verbracht zu haben, als wenn wir 6 Stunden an einem Ort sitzen. Ja, das macht einfach, bildet mehr Vertrauen. Du könntest zum Beispiel anfangen, mit der Frau spazieren zu gehen, dann geht ihr vielleicht noch in eine Bar, dann geht ihr einkaufen und geht bei dir kochen und dann ist es auch viel einfacher, zu diesem Sexteil zu kommen, weil schon Vertrauen aufgebaut ist. Ja, es ist schon relativ entspannt, ihr kennt euch schon. Und da kann die Frau dann viel leichter locker lassen. Frauen haben Sex, wenn sie entspannt sind. Und Männer haben Sex, um zu entspannen. Das hat David D'Angelo mal gesagt. Ganz toller Satz, sehr, sehr passend. Das heißt, bring die Frau in eine entspannte Stimmung und dann kannst du auch mit ihr schlafen, auch auf dem ersten Date. Ja, viele Männer denken immer, auf dem ersten Date geht das nicht. Aber es ist absolut möglich auf dem ersten Date. Ich mache das meistens immer so, weil ich mache es einfach gerne. Du musst es nicht auf dem ersten Date machen. Aber warte auch nicht bis zum 10. Date, weil die Frau sich dann, also das wird natürlich dann auch keine 10 Dates geben, aber die Frau wird sich dann fragen, okay, was ist hier los? Warum macht er denn jetzt nichts? Gefalle ich ihm etwa nicht? Oder ist er einfach zu schüchtern? Ist er einfach ein Angsthase so? Und beides ist schlecht.
Ja, deswegen so, du musst es nicht unbedingt beim ersten Date machen, aber so zweites, drittes Date sollte es dann schon zur Sache gehen, weil ansonsten entwickelt sich vielleicht, und das willst du nicht, so eine Freundschaftsdynamik. Und wenn sich so eine Freundschaftsdynamik mal entwickelt hat, kommt man auch immer schlecht raus. Und deswegen fang gar nicht erst so an, fang auf dem richtigen Fuß mit der Frau an sozusagen. Und schau dir das Video gerne nochmal an, wenn du dir jetzt nicht alles merken konntest. Da waren viele Informationen drin und wenn du all das beachtest, dann wirst du großartige erste Dates haben, die auch zu weiteren Dates führen werden. Schön, dass du dabei warst. Denk dran, dich in meinem Online-Coaching einzutragen, um noch mehr Informationen zu bekommen. Unten der erste Link in der Beschreibung. Hier kannst du es auch nochmal in der Ecke machen. Und genau, ansonsten sehen wir uns am Samstag wieder. Schön, dass du dabei warst. Wir sehen uns am Samstag. Bis dahin, ciao.